uns Daniel Wagner, meine Damen und Herren. Applaus! Wow, ich bin diesmal richtig auf die Bühne gelaufen, da bin ich schon ganz stolz. Es gibt wieder neue Weltuntergangstheorien. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben. Die für dieses Jahr, also 22. Februar, kamen nicht, ne? Dann haben Sie gesagt, nee, Rechenfehler ist jetzt im Juni. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich diesen Text jetzt noch machen kann zum Thema Weltuntergang. Der eigentliche große Weltuntergang sollte ja eigentlich am 21. Dezember 2012 stattfinden, weil damals ja der Maya-Kalender endete. Der ist auch ausgeblieben, denken viele immer noch. Ich habe mir aber gedacht, die Welt ist doch so ziemlich das Größte, was es auf der Welt gibt und das geht doch nicht an einem Tag unter. Deswegen habe ich eben diesen Text geschrieben, der besteht eigentlich fast nur aus wahren Begebenheiten. Weltuntergang. Mit zwei Klicks kann man heutzutage im Internet ungewollt seinen Stromanbieter wechseln. Alle reden von Klimawandel und Ressourcenknappheit und ein Internetanbieter dreht mir gegen meinen Willen ein Strompaket, eine Art Stromflatrate an. Zwei-Jahres-Vertrag, Stromflatrate. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich zahle jetzt circa das Zehnfache von dem, was ich eigentlich verbrauche, egal ob ich es verbrauche oder nicht. Und ich komme da nicht mehr raus. Die zwingen mich zum Stromverschwenden. Okay, dann lasse ich halt jetzt immer, wenn ich das Haus verlasse, das Licht an, den Kühlschrank auf, auch den Gefrierschrank, der jetzt in meinem Backofen steht. Weil das läuft auf höchster Stufe. Gleichzeitig drehe ich Heizlüfter und Elektroheizung voll auf, während die Klimaanlage auf so kalt steht, wie es einfach nur geht. Wenn ich dann mal heimkomme, habe ich in meiner Bude so eine Art Disco-Nebel und es ist so heißkalt, dass ich anfange vor Hitze zu bibbern. Und Eisstückchen schwitze. Es schneit bei 35 Grad im Schatten. Der sibirische Wind weht durchs Tropenzimmer im heißesten Frost der Welt. Ich muss durch den Monsun. Der Klimawandel beginnt jetzt, gerade bei mir zu Hause. Sollen die von Prio Strom doch mal sehen, was sie davon haben, ihren Stromflat-Paket anzudrehen. Auch mein Herd läuft durchgehend auf Stufe 6, obwohl ich mir gar nichts mehr koche. Nein, seit ich auf einer Fertigtomatensoße aus dem Supermarkt folgende Aufschrift las. Grob, fettig, extra gemüsig und extra stückig. So beschreibt man also heutzutage Lebensmittel. Wirklich Lebensmittel, nicht Ed Hardy-Motive. Nee, Lebensmittel extra stückig. Da vergeht einem doch der Appetit. Extra gemüsig. Hätte man früher aber noch vornehmer ausgedrückt. Extra durchlaucht. Wegen sowas. Auf Fitnessdrinks steht jetzt auch immer öfter. Mit 0% Fett. Toll. Sensationell. Wasser hat auch 0% Fett. Sollte besser auf Staaten stehen, enthält kein Öl, damit Amerika sie nicht angreift. Das wird vielleicht noch Sinn machen. Aber stattdessen steht ja eher noch demnächst auf Zucker. Enthält viel Zucker. Ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ich meine, Eiweiß enthält zum Beispiel gerade mal 30% Eiweiß. Und Joghurt mit Honig ist, wenn man es genau nimmt, Bakterien-Scheiße mit Bienenkotze. Ein Ei ist die Menstruation eines Huhns. Und am besten geht die Hühnerperiode durch den Menschenmastdarm mit freundlicher Unterstützung von Activia. Das sind die Becher an abgefüllte Darmbakterien. Wir konsumieren die oral. Ich glaube, wenn wir die nicht hätten, wir würden beim Kacken Wehen kriegen. Und es würden nur noch Briketts ins Porzellan purzeln. Wir denken nicht mehr so richtig nach, mit was wir uns so vollpumpen. Bei Sportlern ist ja noch viel schlimmer. Bei den letzten Olympischen Spielen hat eine 16-jährige Chinesin einen Fabelweltrekord im Schwimmen aufgestellt. War teilweise schneller als die Männer. Einfach so, ohne Doping. Denken die Dopingfahnder denn, die ist so geschmeidig durchs Wasser geflutscht, weil die vorher so viel Activia gelöffelt hat? Ich meine, ab Karrierebeginn wird zwar mal immer wieder deren Blut getestet, aber dann keine auffälligen Veränderungen. Kein Doping, logisch. Aber deshalb spritzen die in Zentralasien das junge Sportgemüse einfach schon, bevor es reif ist. Ich meine, wer testet schon Windelproben? Das Leistungsblut muss von Anfang an durch die Venen schießen. Mit Radler allein gewinnt man nicht 7-mal in Folge die Spritztour de France. Nein, ein Teil der Welt ist schon lange vor dem 21. Dezember 2012 untergegangen. Aber nicht, weil irgendein Maya-Kalender endete. Mein Kalender endet jedes Jahr. Na und? Ich meine, schon gar nicht geht die Welt als Ganzes unter. Sondern eben extra, stückig, Stück für Stück, Esskultur, Sportkultur. Und immer mehr folgt, die Zeichen mehren sich. Vorletzten Sommer war ich auf einem Metal-Festival, da brannte im Anschluss an die Band Heaven Shall Burn der Himmel und ein Blitz schlug auf dem Gelände ein. Über 50 Verletzte. Kurz darauf meldete sich eine christliche Internetseite zu Wort. Sehet, es war der Zorn Gottes. Ich auf einem Metal-Festival. Das war nicht Gott. Das war Thor! Ich meine, kurz davor ist Deutschland im EM-Halbfinale gegen Italien ausgeschieden. Gegen Italien, wenn nicht das allein schon ein kleiner Weltuntergang war. Aber das hat ja auch Logik. Deutschland traf das Tor nicht, deshalb traf Tor Deutschland.
Einfach um weitere Blitze werden folgen. Es brodelt doch Klimawandel, Esskultur, Sportkultur und Fernsehkultur sowieso. Im Abendfernsehen laufen heutzutage Zombies wie Lothar Matthäus, Dieter Bohlen und Wilson Gonzales Ochsenknecht. Wilson Gonzales Ochsenknecht. Der heißt nicht nur so, der sieht auch so aus. Inzwischen sah ich bei RTL ein junges Mädchen mit einem Justin Bieber Kopf-Tattoo auf dem Oberarm. Also das ist doch mal Oberarm. Aber muss ja nicht fernsehen. Man kann ja rausgehen, aber sieht man da Junggesellenabschiede. Und nicht nur die, sondern Junggesellenabschiede. Die nerven. Wer will die überhaupt heiraten, diese ganzen besoffenen Vollpfosten? Wird doch auch Zeit, dass da mal Blitze einschlagen. Genauso wie diese Horden von Stehrollerfahrern, die wie die Kaufhauskopfs jetzt überall unterwegs sind. Auch bei Mobilität ist doch nicht ganz egal, wie es aussieht. Sonst kann man doch gleich Ed Hardy tragen, nur weil Klamotten sind. Motiv egal, Hauptsache Klamotten. Auch, und ja, Motiv egal, Hauptsache Tattoo. Und irgendwie ist er ja auch süß. Nein, Blitze sollten einschlagen, damit endlich mal Schluss ist mit Ed Hardys. Schluss mit Matt Pardys. Schluss mit Tiere quälen und Ochsen knechten. Schluss mit Schmieren, Stehlen, Motzen, Ächten. Schluss mit Keimen, Schluss mit Siegen, Schluss mit Schleim, Schluss mit Kriechen, Schluss mit Schulden, Schluss mit Euro, Schluss mit Gulden, Schluss mit Teure, Schluss mit Schwachsinn, Schluss mit Fieber, Schluss mit Justin, Schluss mit Bieber, Schluss mit Frieren, Schluss mit Qualen, Schluss mit Viren, Schluss mit Strahlen von Plutoniumsisotopen, Schluss mit Triumph durch Blutdopen, Schluss mit Pilzen, schlechten Keim, Killerzellen, schlechten Reim, Kriegen und Atomraketen, Intrigen wie auch Strompaketen, Deppen, Zeppen, Affen, Gaffen, Neppen, Schleppen, Waffen, Raffen, Kinderhandel, Klimawandel, Geldnotthemen, Weltprobleme, alles, alles wird vergehen. Denn wenn nicht, bleibe ich weiterhin auf meiner Stromflat sitzen und muss weiter in meinem Ed Hardy Pulli bibbernd vor dem Fernseher schwitzen. Das war der erste Text. Vielen Dank. Also, Dankeschön. Ich freue mich, dass wir hier so viel Zeit haben, weil ich habe noch einen Beitrag zur Europawahl, die jetzt vor kurzem war. Der Text trägt den Titel Die tiefsten Abgründe der Wortspielhölle. All diese deutschen Städte werden sich irgendwie immer ähnlicher. Da ein Döner, daneben ein Döner, da ein Nordsee, hier Karstadt Döner, Kaufhof Döner, Deichmann DM Döner, Wolbert und O2-Shop. Ungefähr so sieht's hier aus, die Fußgängerzone einer deutschen Allgemeinstadt. Möchte man meinen, doch so eintönig ist es ja in Wirklichkeit gar nicht. Denn wenn man genau hinschaut, entdeckt man doch auch Poesie, Wortspiel und Kreativität. Bars mit Bar im Namen, Barbie, sonderbar, wunderbar, Barracuda, Barcode, essbar, lesbar. Von mir aus auch Barbaras Rhabarber, Barfuß, Barbarossa, Barbaren, Barzal, Barbierbar. Ja, die Wortspielhölle kennt kein Erbarmen. Aber Dönerbuden lässt das irgendwie kalt. Die heißen ja meistens einfach nur Döner. Doch es ist nur eine Frage der Zeit. Und da bin ich mir sicher, es ist nur eine Frage der Zeit, bis man auch dort liest. Zum Dönerwetter. Das Candlelight-Döner. Die Scheiben der Lämmer. Ja, komm. Bald zu sehen, direkt neben der orientalischen Bäckerei. Bagdad! Friseure schneiden noch schlechter ab. Ja, mit Haar, genau. Haarscharf, Haarspalterei ist ja nicht genug, nein. Spektakul, Herr! Air Force One! Kaiserschnitt! Herrlich, komm her! Verdammt lang her! Mann, da bildet sich doch irgendwie Herpes auf der Wortspiellippe. Aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Die dunkelsten Schluchten und tiefsten Abgründe der Poesie und Wortspielhölle liegen doch ganz woanders. Ich sah ein NPD-Wahlplakat, auf dem folgender Zweizeiler zu lesen stand. Ist der Ali kriminell? In die Heimat, aber schnell. Geld für die Oma statt für Sinti und Roma. Ja, die NPD macht Poesie und Wortspiele. Maria statt Scharia. Heimreise statt Einreise. Ach du lieber Himmler. Ja. Hey, ich bemängele da so einiges. Ich will auch nicht wissen, was da noch kommt. Kaum zu glauben, Springerstiefel so günstig. Eichmann. Ich liebe es. NSU, nächste Woche du. Dönitz-Kebab. Ist es zu scharf, bist du zu links. Nazi-Göring statt Nazi-Goreng. Nachtisch noch ein Dunkin'-Dönitz auf dem Rommelplatz. Nee, ich meine, was soll der Quatsch? Ich will die Wortspielhölle doch nicht mit Nazis teilen, sondern mit Barkeepern. Ich will in der Hölle saufen an der Bierbar und mir vom Barbier Bart schneiden lassen, aber doch keine Nazis. Hey, wer heute noch Nazi ist, muss sich doch irgendwie lächerlich vorkommen. Für die heutigen Nazi-Restbestände hätte selbst der frühere NPD-Chef, Herr Hitler, sich geschämt, aber wahrscheinlich hätte er die sogar alle umbringen lassen, so wie alle geistig Behinderten damals. Ich meine, als die Chef-Nazis damals, 1945 merkten, was sie angerichtet hatten, haben sich die meisten ja noch schön aus der Verantwortung geknuspert. Also mit diesen Zyankali-Kapseln. Schön unter die Zunge gelegt und statt sich zu verantworten, einfach mal zugebissen.
Also damals konnte man im Kapselriss noch sterben. Aber ich meine, beim Zubeißen dieses Knacken, das ist mir so gut in Erinnerung geblieben, weil ja auch jahrelang diese Fernsehserien rauf und runter liefen, wie sie alle hießen, Speer und Er, Hitlers Helfer, Hitlers Verbündete, Hitlers Bodyguards, Hitlers Frauen, Hitlers Heimat, Hitlers was weiß ich. Da gab es auch viel zu viele. Der hat eigentlich nur noch gefehlt, Hitlers Hohn. Aber daraus ließ sich eben keinen Zweiteiler machen. Jedenfalls war da immer dieses... Dankeschön. Da war jedenfalls immer dieses Knacken. Und dann kam in der Werbepause auch immer diese Leibniz-Mini-Kicks-Werbung. Und da war das ganz ähnlich. Und spätestens damals habe ich mir schon überlegt, man könnte die heutigen Nazis doch einfach mit ihren eigenen Waffen schlagen. Ja, mit Reim und Wortspiel. Ab 5:45 wird's zurückgedichtet. Du bist Nazi und kriegst nichts gebacken. Dann lass aber schnell die Kapsel knacken. Ja, Sie sind Neonazi. Probieren Sie das neue Zyankali-Speer-Mint, Double-Mint oder Juicy-Fruit oder auch, weiß ich nicht, Überraschungs-Zyankali mit Hitlerbärtchen zum Aufkleben der siebten Kapsel oder Zyankali plus C, weiß nicht, Zahnpflege-Zyankali. Ja, macht keinen Sinn. Aber die amerikanischen Todesspritzen haben auch Nadeln, die steril sind. Macht auch keinen Sinn. Und ich meine, Zyankali mit Erdbeergeschmack, das wäre doch das erste Geschmackvolle im Leben eines Nazis. Friede, Freude, Heitrigkeit. Lass den kriminellen Ali knusper lieber Zyankali. Ich weiß nicht. Nein, ich finde nur, man sollte doch irgendwie handeln, wenn man diese Plakate sieht. Man sollte doch handeln, damit sich plötzlich wieder heißt, Deutschland hat sich geteilt. Russland, Amerika und Frankreich gefällt das Klick. Oder Advent, Advent, der Reichstag brennt. Oder letztlich dann, man muss die Soldaten feiern, wie sie fallen. Ich meine, diese Perversionen, die liegen doch geschichtlich weit hinter uns. Ich finde, man kann heute froh sein, dass man so unbekümmert durch die deutschen Städte laufen kann. Das ist doch nicht selbstverständlich. Die Kinder im Nahen Osten zum Beispiel spielen nicht mehr draußen, weil sie Angst haben vor Sprengstoffattentaten. Ja, die Kinder in Deutschland spielen auch nicht mehr draußen, weil die Sonne auf den Displays stört. Aber das ist was anderes. Ich meine, als ich während des Wahlkampfs durch die ganzen deutschen Städte lief und diese ganzen NPD-Plakate sah, da habe ich mich gefragt, wie es sein kann, dass die Nazis heute immer noch denken, dass sie irgendwas zu sagen hätten. Sogar in Braunschweig habe ich die Plakate gesehen. In Braunschweig, obwohl das doch alles sagt. Braunschweig! Und immerhin gibt es ja überall diese Hundekot-Tüten-Ziehautomaten, damit man jede braune Scheiße immer gleich entfernen kann. Aber leider passen die NPD-Plakate da nicht rein. Aber da, wo ich wohne, da hinten am Döner vorbei, am Karstadt, am Döner, am Deichmann, am Motorshop, am Döner, am Kaufhof um die Ecke, dabei Schnitt happens, kann ja mal rasieren. Und dem Döner for one! Da, wo jetzt die Alibaba und die 40 Säufer aufgemacht hat, da hat mein kleiner Hund gegen ein NPD-Wahlplakat gepinkelt. Und daraufhin habe ich das Gleiche gemacht. Weil nur drauf zu scheißen, wäre in dem Fall doch irgendwie zu wenig gewesen. Vielen Dank. Applaus für Daniel Wagner. Sein Buch voll Asimuse im Kings Verlag können Sie heute